Hallo zusammen. Ich freue mich heute, meinen neuen Gast vorzustellen. Das ist die Nina Brinetzi. Spricht man das so aus? Richtig. Gut. Und ich kenne von Nina eigentlich nur aus dem Internet, nur von ihrem Kongress. Und ich weiß eigentlich so gut wie gar nichts. Aber es war sofort eine Berührung da. Ich weiß nicht warum. Ich habe den Kongress verfolgt, den ersten so halb und diesen jetzt komplett. Und sie ist mir sehr vertraut und daraufhin habe ich sie spontan eingeladen. Und ich freue mich, Nina, dass du da bist. Ich begrüße dich und ich möchte wissen, wer ist Nina? Hallo, liebe Gabriele, ich habe mich auch total gefreut. Auch ich kenne dich ja nicht wirklich, aber ich habe mich auch, ich war ja dabei, als du Doris interviewt hast, und ich Ja. habe mich auch sofort irgendwie so gefühlt, wie wenn ich dich schon kennen würde. Ist ja manchmal witzig, also Ja. dass man Leute, die man nicht kennt, so das Gefühl hat, man kennt sie. Ja, wer bin ich? Ich bin eben Nina Premezi und ich bin in der Schweiz geboren, vor bald 53 Jahren. Ich bin am Zürichsee aufgewachsen, mit dem Wasser immer sehr verbunden gewesen, also ist einfach wegen dem Kongress. Und ja, Wasser hatte immer sehr, sehr, sehr viel Bedeutung. Ich bin auch oft, also als Kind schon Wasserski gefahren Oh. und mit meinen Eltern auf dem See gewesen und eigentlich immer in der Badeanstalt. Wenn es keine Schule hatte, war ich immer in der Badeanstalt. Also ich bin immer eigentlich im See rumgehüpft und habe auch, ja, also eben auch vom Springturm, also ein bisschen später, als ich größer war, habe ich auch so, wie sagt man, den Turmspringen gemacht. Turmspringen. Also nicht Wow. von wahnsinnig hoch, aber einfach so. Also einfach, ja, nie getaucht. Also tauchen wollte ich nie. Das habe ich total blöd gefunden, aber einfach alles, was so mit Schwimmen und so. Ja, also Badeanstalt war mein Lieblingsort. Gemeinsam. Als Kind. Ja. So ging es mir auch. Du Echt? hattest, ja, ich war auch ganz, ganz viel ja, im Schwimmbad. Das war eigentlich so, weil das Wetter gut war. Aber ich bin nicht am Meer weit groß geworden, oder auch nicht, doch an einer Talsperre. Ich bin im Okay. Sauerland groß geworden und an der Hennetalsperre. Und bin Okay. da auch ganz oft schwimmen gewesen schon. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast zweimal Geburtstag. Magst du deinen zweiten Geburtstag noch erzählen? Was ist passiert? Ja, am 14. Juli 1996 hatte ich einen schweren Unfall mit einem Ferrari. Der Ferrari war stärker als ich. Und ja, und da war es halt einfach wirklich so 50-50, ob ich das überlebe. Und ich Gott glaube, sei Dank. an diesem Tag habe ich wirklich entschieden, ja, also jetzt muss ich irgendwas Gescheites mit meinem Leben machen. Ich war so vorher irgendwie so. Ich war nicht irgendwie Opfer, aber ich hatte so, also ich hatte einfach so viel Scheiß irgendwie. Viele Unfälle, viele komische Krankheiten, also einfach ganz viele komische Dinge in meinem Leben. Und dort bei diesem Unfall, der war wirklich happig und so mit Helikopter und intensiv und tralala, und habe ich einfach so gesagt, so jetzt ist fertig. Also es kann einfach nicht sein, dass ich den Rest meines Lebens auf der Schattenseite verbringe und ich möchte jetzt mal auf die Sonnenseite umziehen. Das Ja, ging so mit 96, Halbschatten. 96, wie alt warst du da? Jetzt kann ich mich feststellen. Irgendwie 32 oder irgendwie so. Ja, Oh, 21 Jahre ja, wird es her gut. sein. Das ist ja Ja. oft in der zwischen 30 und 40 so ein Wendepunkt bei vielen. Genau. Da gehen viele Ehen kaputt oder neue Verbindungen knüpfen sich zu diesem 7er Rhythmus, ne? Und ja. Und bei dir war Genau. dann die Wende, also und Ja, langsam. Also das geht ja leider ja, nicht von heute auf genau, morgen, ja. aber ich habe dann so begonnen mit Familienaufstellungen und Geschichten und ja, und dann, also einiges später habe ich dann auch die Ausbildung, zuerst die Ausbildung zur Hypnosetherapeutin, dann später zur Kraniosakraltherapeutin, und dann kommt man ja dann sowieso eher so in diese spirituellen Geschichten rein. Also Was wird war man das Letztere? Das habe ich akustisch jetzt nicht richtig verstanden. Hypnose, ja? Hypnosetherapeutin Ja, und und? kraniosakrale Therapie. Was Also ist das? Was ist das? Für die, die das nicht wissen, wie ich.
Das ist eine eigene, eigenständige Therapiemethode, die aus der Osteopathie entstanden okay. ist. Also geht in diese Richtung jetzt kann ich es auch gerade nicht gaxen. Also Osteopathie ist verwandt mit der, da wo du die Wirbel so knackst. Ja. Ich hab, egal, es ist mir gerade entfallen. Also ja. aus in diese Richtung rein, aber Kanyo ist einfach eine sehr sanfte Therapie und ich habe mich dann auch später noch weitergebildet in noch sanftere Therapien. Also einfach so wirklich wenig selber zu machen, einfach mehr so den Platz zu halten, dass der Mensch einfach heilen kann in seinem Tempo. Nicht, dass ich denke, oh, da ist ein Wirbel schief, jetzt muss ich den sofort okay. gerade machen, dass du den Platz hältst, dass der Klient den Wirbel dann schon in diesem Moment gerade macht, wenn es dann richtig ist. Also, dass man nicht den Körper zwingt dazu, sondern dass man den Körper nur einlädt. Ja, und wie machst du das? Also schon auch mit den Händen, aber mhm. einfach versuchen, neutral zu bleiben, was eigentlich relativ schwierig ist, weil man will ja helfen, man spürt die Blockade und man lädt nur ein. Also man ist zwar dort und versucht aber so neutral wie möglich zu sein und einfach nur einzuladen. Das Gewebe, die Knochen, die Also du nimmst Kontakt mit dem Körper des Patienten, des Klienten genau. oder Patienten auf. Also der Patient selbst muss gar nichts tun. Nein, also der entspannt sich nach Möglichkeit am besten. Also das ist eine wirklich sehr, sehr, sehr sanfte Therapie und viele schlafen auch ein oder gehen wirklich in wirklich andere Sphären. Und so, wenn sie das Vertrauen haben zum Therapeuten, dann gehen die Klienten wirklich also sehr, sehr weit weg. Und machst du das nur bei Menschen oder auch bei Tieren? Nein, das habe ich auch bei Tieren gemacht, also zum Beispiel bei Wasserschildkröten in Griechenland, ja. natürlich bei meinem Pferd und anderen Pferden, okay. bei meinem Hund. Bei meinem Hund habe ich schlussendlich nur genommen, weil der sich das Bein gebrochen hat. Also ich habe 4 Monate lang gesagt, ich will sie nicht, ich will sie nicht, ich will sie nicht. Ich wollte einfach nicht mehr so gebunden sein. Ich hatte ja schon das Pferd und dann noch einen Hund und ich bin ziemlich viel gereist, weil ich ja eben auch in der Schweiz arbeite und ja, und dann hat sie sich halt ihr Bein gebrochen und dann habe ich sie dann halt genommen. Also auch an ihr habe ich viel mit Kranio gearbeitet. Dann hat sie alle Register gezogen, damit sie endlich zu dir durfte. Ja, das ist unglaublich. Die Tiere suchen uns ja aus, ne? Ja, also mein Pferd und mein Hund haben sich mich definitiv ausgesucht. Und dann habe ich noch einen Kater, der sich mich auch ausgesucht hat. Und lustigerweise habe ich die bessere Beziehung zu diesen Tieren, die mich ausgesucht haben, als da, wo ich die Tiere ausgesucht habe. Wo suchst du Tiere aus? Ja, also ich wusste dann einfach da, dass zum Beispiel an einem Ort wusste ich, dass Katzen da waren. Und ja, und dann habe ich halt die ausgelesen, die die schönste war, aber die wollte eigentlich gar nicht unbedingt zu mir. Aber ich habe so gefunden, wow, ist die schön. Also wir haben es gut miteinander, aber ja. die Bindungen, wo sich die Tiere mich ausgesucht haben, das sind die tieferen geworden, habe ich so besser. Also ich glaube sogar, dass die auch deine Aufgabe bei dir haben, irgendwo Heilung zu bringen. Ja. Also gegenseitig. Ja. Unbedingt, ja. Also das bin ich auch der Meinung. Also dass nicht umsonst Tiere in dein Leben kommen. Also. Die Katze, lebt die draußen oder ja, ne? Freigänger? Ne? Nein, also die können rein und raus, wie sie ja. wollen. Aber der Kater, der ist mehr drinnen, der ist so faul, der will nur fressen und schlafen. Wobei der ist ganz jung oder mehr an den Nerven ziehen, weil er dann nämlich irgendwie das ganze Haus auf den Kopf stellt, anstatt dass er draußen rumrennt. Noch eine Katze dazu. Ja, und eine Katze, die habe ich auch. Also die habe ich auch seit ziemlich am Anfang, wo ich nach Griechenland ging. Also die ist auch bei mir. Die ist aber auch, also so, die hatte so ganz ähnliche Verletzungen wie ich dort unter dem Ferrari. Die hatte dann auch einen Pneumothorax, also wo die Lunge zusammenfällt und Loch im Rippenfell und so.
Und ich wollte sie eigentlich einschläfern, aber in Griechenland sind die da sehr, wie sagt man denn? Also da versucht man alles durchzubringen, was durchzubringen ist. Und er hat gesagt, ja, es gibt kein Loch im Zwerchfell und im Rippenfell. Und sie hatte dann trotzdem eins. Aber sie hat es überlebt. Aber sie hatte ganz lang Schmerzen und ich habe mich ganz schlecht gefühlt, weil sie wirklich wieder, die konnte nicht mal ihr Geschäft machen ohne Schmerzen. Ja. Aber es ist, wie es ist. Also jetzt geht es ja schon besser. Aber ganz gut geht es ja nicht. Mhm. Aber ich wurde ja auch nicht eingeschläfert. Das sage ich oft. Das sage ich oft. Denn wir interpretieren das. Also über die Tierkommunikation. Ich habe jede Menge Bücher eben auch darüber. Mhm. Tiere erzählen vom Tod. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Mhm. Oder vom Sterben. Wie sie das Sterben sehen. Das ist ein ganz spannendes Buch. Und die wollen teilweise auch diesen Prozess in ihrem Leben erleben. Und wenn wir die zu früh einschläfern lassen, weil wir das nicht mehr ertragen können, weil wir glauben, dass sie die Schmerzen nicht mehr ertragen. Also ich denke schon, dass sie zeigen, wenn es soweit ist, dann, dass sie dann vielleicht auch die Hilfe brauchen. Dass wir immer wieder erst das Tier in den Vordergrund stellen und fragen. Mhm. Also ich habe es eine Zeit lang wirklich bereut, dass ich sie genommen habe, weil sie war eigentlich schon fast verblutet, als ich sie gefunden habe, oder? Und dort habe ich gedacht, ich hätte sie besser begleitet, also anstatt sie zum Tierarzt zu bringen. Das war einfach das, was ich gedacht habe. Das kann sein, ja. Aber egal, jetzt ist es, wie es ist. Genau, genau. Kommen wir mal zurück zu deinem Unfall, mit deinem Umdenken und deiner Ausbildung. Dann hast du diese Ausbildung gemacht und die hast du in der Schweiz, hast du dann gearbeitet noch? Ja, in der Schweiz habe ich ja auch eine erfolgreiche Praxis gehabt. Hier in Griechenland haben die, also in der Schweiz muss ich natürlich auch sagen, dass wenn man zusatzversichert ist, also für, wie sagt man, für alternative Medizin, dann wird einem, glaube ich, 80% von dieser Behandlung bezahlt. Deswegen ist es einfacher in der Schweiz als Kardiotherapeutin zu arbeiten. In Griechenland, ich bin ja gerade dann hingekommen, als die Krise begonnen hat und am Anfang hatte ich noch Klienten und je länger, je weniger. Und jetzt auf der Insel ist es eh hoffnungslos. Also. Und ich glaube, aber das ist auch gut. Also ich meine, das geht ja nicht verloren, dieses Wissen. Und irgendwann bin ich einfach dann intensiver zum Fotografieren gekommen und ja, und seit mein Pferd jetzt nicht mehr geritten wird, intensiver zum Tauchen und Fotografieren. Und das ist so für mich, so in die Achtsamkeit und in den Moment zu kommen. Also für mich sehr ähnlich, wie wenn ich in der Kraniotherapie bin, bin ich einfach im Moment mit meinem Klienten. Also somit fällt es mir nicht so. Also ich mache es wirklich sehr gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt denke, oh mein Gott, jetzt habe ich das nicht mehr. Also ich hätte mir das vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, ohne diese Arbeit zu sein, diese therapeutische Arbeit. Ich habe auch mit Senioren gearbeitet und bin dann auch über die Senioren, weil die dann eher auf einmal damit so sterben und tralala zu reden begonnen haben, habe ich gedacht, vielleicht wäre es Zeit, mich da auch ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen. Da wusste ich ja noch nicht, dass ich weggehe von der Schweiz und habe dann Sterbebegleiter-Seminar gemacht, was mir persönlich am meisten gebracht hat. Und ich habe aber auch in Griechenland meine Freundin in den Tod begleitet. Also dort ist es mir ja dann auch zugute gekommen, weil sie wollte zu Hause sterben und hatte das Glück, dass viele Freundinnen und ein guter Freund von ihr sie begleitet haben bis zum Schluss. Und ich konnte so ein bisschen helfen mit dem, was ich wusste, also dass wir nicht ganz so ohne Plan da waren. Ja, und so ging es halt irgendwie auch immer weiter. Also es ist halt nicht, es ist ja nicht beendet, wenn du ein Diplom an der Wand hast. Also, oh nein, überhaupt nicht. Es ist ja auch schön, neue Sachen zu lernen, aber ich glaube, so im Moment bin ich mehr so mit mir selber beschäftigt als mit, also von dem her ist es auch ganz gut, also dass ich halt ganz wichtig. Mal, ganz ja, wichtig. Wirklich so mehr in die Selbst, mit der Selbstliebe mich auseinandersetze, genau. mit der Achtsamkeit. Also zu jedem Wort, bei Selbstliebe fällt mir die Doris Getreuer ein, bei Achtsamkeit der Rebell.
alles Menschen, die ich durch die, ja auch jetzt in den Kongressen ja auch wieder dabei waren. Ne? Mhm. Alles wichtige Themen. Ne? Und, unbedingt. Ja. Gerade die Achtsamkeit, also Rebell gestern, das war schon, oder vorgestern, ich weiß nicht. Aber wie bist du dazu gekommen, nach Griechenland zu gehen? Was war der Auslöser? Also, ich habe meine Seelenliebe getroffen. Ist kein Grieche. Okay. Und der hat dummerweise in Griechenland gelebt. Und ja, und ich habe eigentlich, ja, eben durch das, dass ich nie verheiratet war und so, ich meine, ich bin nicht so die anscheinend so in einer nahen Beziehung leben kann, war für mich die Fernbeziehung eigentlich sehr gut. Und eines schönen Tages habe ich entschieden, dass ich ihn besuche und dann habe ich mich total ins Land verliebt. Also das verstehe ich. Und er hat dann immer so gesagt, nein, du musst nicht wegen mir hierher ziehen. Und ich, keine Angst, ich ziehe nicht wegen dir. Also natürlich war es er, der mir Griechenland und meinen Traum, also er hat mir meinen Traum wiedergegeben. Für das werde ich ihm auch immer dankbar sein. Ich liebe ihn nach wie vor so wie einen Bruder. Wir sind schon lange nicht mehr zusammen. Also er war wirklich so der Türöffner für meinen Traum, weil ich eigentlich als Kind immer gesagt habe, der Storch hat mich im falschen Land abgestellt, oder? Und so hat sich der Kreis wieder geschlossen, wobei ich das wahrscheinlich auch nicht ganz geschoren habe, wie wir in der Schweiz sagen. Mein Vater, der hat auch immer gesagt, mir ist zu kalt in der Schweiz. Mein Vater ist halber Italiener. Okay. Und vielleicht habe ich das einfach von ihm abgehört. Also ich wollte nie unbedingt. Also ich habe nie Heimweh gehabt. Immer wenn ich im Ausland war, war ich immer sehr glücklich. Ich kenne Heimweh, seit ich in Griechenland lebe. Und wenn ich von Griechenland 3 Tage weg bin, dann sterbe ich vor Heimweh. Außer ich bin am Tauchen, dann geht's. Okay. Ich überlege gerade auch. Also Heimweh, wenn ich in einem anderen Land bin, dann bin ich da, dann bin ich immer da zu Hause, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Und Heimweh hat früher als Kind vielleicht. Mhm. Aber ich bin einmal durch Griechenland gefahren, das habe ich ja, glaube ich, schon mal im Chat geschrieben. Und mit Kavala. Und das war 1971. Und damals habe ich mir geschworen, hier komme ich nochmal hin. Und ich bin bis jetzt noch nicht da gewesen, aber ich werde doch nach Griechenland fliegen. Mich haben diese weißen Häuser so fasziniert und der blaue Himmel. Und erzähl ein bisschen von Griechenland. Was ist es, woran du dich verliebt hast? Du, das ist so schwierig zu sagen, weil natürlich bin ich dann zurückgegangen in die Schweiz und habe dann geschaut, wie ich irgendwie wegkomme, weil ich habe ja eine Firma in der Schweiz und hatte meine Kraniotherapie, hatte dort schon nur noch ein Pferd, aber trotzdem, so ein Pferd ist ja auch nicht so einfach umzusiedeln und vor allem mein Pferd war ja nicht mehr ganz jung, das war dort auch schon 20-jährig. Und ja, und, aber irgendwie, wenn es einfach sein soll, dann klappt es auch. Genau. Obwohl dann ja immer noch viele Steine kommen und so, also wieso? Also viele haben dann gesagt, ja, du willst gehen eben wegen diesem Mann und ich habe gesagt, nein, es ist ganz klar nicht. Also natürlich ist er auch beteiligt, aber diese Prozentzahl war so verschwindend klein. Also ich möchte nicht schlecht über ihn sprechen oder so, überhaupt nicht, aber das war nicht der Grund, wirklich nicht. Ja, und die haben mir das alle nicht geglaubt. Und dann habe ich gesagt, wieso gehst du in ein Land, wo Krise ist und tralala. Dann sage ich einfach, ich habe mich dort so zu Hause gefühlt. Ich habe mich dort so wohl gefühlt und dann bin ich dann nochmals für ein verlängertes Wochenende zurückgegangen und ich wusste einfach, ich will hier leben. Und dann bin ich nochmals für 17 Tage dann durch, einfach um, also in Athen wollte ich auch nicht leben, das wusste ich auch, dass es am Meer sein muss und habe mich total verfahren und war in einer Ortschaft, wo ich hatte keinen Plan, wo ich war und bin dann erst, ich konnte kaum Griechisch und habe dann einfach irgendwie mal gefragt, ich habe immer den Menschen gefragt, wie heißt du, statt wie heißt diese Ortschaft hier, oder? Und ich immer, nein, wie heißt du? Und habe ihr gezeigt und da habe ich gedacht, das ist das für eine Durchsichtnase. Bis er mir den Namen der Ortschaft gesagt hatte, das war im Osten von Athen, also unterhalb vom Flughafen, an der Ostküste und
ja, dann habe ich auch dann irgendwie einen Monat, bevor ich wegging, habe ich dann endlich ein Haus gefunden dort, also ein Häuschen. Ja. Und dann, ja, und dann ging es dann los, so an die ganzen Papiere machen, Lastwagen bestellen, tralala. Ich habe dann einfach, ich war schon mal ein Jahr quasi ausgewandert, aber nur mit einem Koffer nach Kairo. Okay. Und dann habe ich gesagt, dieses Mal nehme ich alles mit. Ich nehme jetzt alles mit, nicht, dass ich wieder zurückgehe. Ich will nicht mehr zurück. Und dann habe ich dann meinen Haushalt mitgenommen, damit die Chance kleiner bleibt, dass ich nicht mehr zurückgehe. Und ich habe es keine Sekunde bereut. Und mittlerweile wohne ich ja auf einer Insel, wo ich gesagt habe, ich würde nie auf einer Insel wohnen. Also das wäre mir, nein, das würde nicht gehen. Da würde ich den Inselkoller bekommen und jetzt denke ich, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Aber wahrscheinlich brauchte es diese Zwischenschritte. Ja. Weil es und ist ja... Auf einer Insel ist es dann, am Anfang konnte ich ja kaum Griechisch, oder? Und das war halt dann schon einfach auf dem Festland. Als jetzt auf der Insel bin ich schon froh, dass ich Griechisch spreche. Wenn auch hast, nicht perfekt. Hast du es da so gelernt oder in der Schule gelernt, beziehungsweise im Unterricht? Oder hast du es so vom Daleben gelernt? Ich habe eine Freundin gehabt, die ist halb Deutsche und halb Griechin. Die hat mir mal ein bisschen geholfen mit Griechisch lernen, aber ja. Ich bin ganz schlecht so mit Konjugieren und tralala. Ich bin die sehr übers Ohr arbeitet. Und dann habe ich auch gemerkt, dass es nicht geht, wenn jemand Englisch spricht. Also es war für mich schwierig, einen Lehrer zu finden, weil Deutsch und Griechisch haben sehr viel gleiche Sachen. Also die haben auch... Also die haben einfach auch, also wenn du sagst, das Auto ist rot oder die Farbe des Autos ist rot, das haben die auch. Also, und das geht eins zu eins von Deutsch auf Griechisch. Ja. Und in Englisch geht das ja nicht, weil die das nicht haben. Ja. Und auch mit dem der, die, das haben sie auch. Also sie haben dann noch ein paar schwierigere Sachen als in Deutsch, aber es ist eigentlich relativ viel herüberzunehmen vom Deutschen ins Englische. Oder wenn man im Deutsch verstanden hat, weiß man dann, wie es auf Griechisch ist. Und da habe ich ganz lange gesucht und habe halt dann einfach, irgendwann habe ich es dann aufgegeben. Irgendwie habe ich es auch nicht gelingt. Ja. Und dann habe ich im Internet, dann auf dieser Insel, wo ich jetzt bin, habe ich eine Deutsche gefunden, die Unterricht gibt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ob sie mir Unterricht mit Skype geben würde. Und dann hat sie gesagt, was ist Skype? Dann hat sie Skype eingerichtet und kann jetzt mittlerweile auch die Leute, die bei ihr in Unterricht gehen, dann weiter betreuen, wenn die nicht mehr auf der Insel sind. Also es war irgendwie schon lustig, aber und jetzt lerne ich nicht mehr. Wie ist das mit dem Schreiben? Die schreiben ja, die Schriftzeichen sind ja. Ja, alles. Das war auch eine längere Geschichte. Ja. Also, und dann habe ich einfach ein bisschen begonnen. Also ich schreibe SMS und ganz kurze Mails schreibe ich, aber lang schreibe ich nicht und lesen tue ich, bin ich einfach zu faul. Also, aber die Schilder kannst du lesen. Also ja, natürlich, Schilder. Alles, was kurz ist, wo ich nicht zu faul bin. Aber wenn ich jetzt einen Text lesen möchte, wo ich sehe, der ist einfach lang. Also hätte ich mich mal dahinter gemacht, wäre ich ja mittlerweile auch schneller, aber ich lese so wahnsinnig langsam, dann tue ich es immer in den Google Translator und kann mir dann ungefähr, wenn ich was dann denke, das ist komisch übersetzt, dann gehe ich es dann lesen, aber so ungefähr versteht man es ja dann schon. Ja. Aber so, nein, ich denke immer, ja, ich nehme mir dann mal die Zeit und dann bin ich halt einfach so viel schneller auf Deutsch. Ich lese auch nicht gerne auf Englisch, obwohl ich Englisch sehr gut spreche. Es ist mir einfach zu langsam. Auf Deutsch kann ich so viel schneller lesen. Okay. Und wie sieht dein Tag aus, wenn du jetzt gerade mal keinen Kongress machst? Also, wenn ich kein Sabbatical habe, dann habe ich einfach so meine festen Arbeitszeiten, wo ich für die Firma arbeite in der Schweiz. Also da arbeitest du dann doch noch? Ja, also jetzt müssen wir dann mal schauen, ob wir da irgendwie eine Lösung finden. Ich möchte gerne bei Sea Awareness also weiter irgendwie machen. So heißt deine Firma? Nein, Sea Awareness ist der Kongress. Ja, also eben. Nein, meine Firma, die heißt anders. Aber ich möchte gerne für das Meer weiterarbeiten. Ja, also jetzt mal schauen, dass wir da eine gute Lösung finden. Und
dann ist, also das war das, aber an den freien Tagen im Winter, da bin ich oft fotografieren gegangen dann. Und also ja, in der Früh stehe ich mal auf und füttere mein Pferd, logischerweise. Also zuerst das Pferd füttern und misten und die ganzen Geschichten, was man mit einem Pferd machen muss. Und dann frühstücken. Und ja, normalerweise versuche ich auch, mich zu bewegen. Also, dass ich irgendwie am liebsten halt im Sommer im Meer selber rumrenne, also Aquajogging mache. Oder dann habe ich so irgendwie so was Eigenes entwickelt, wo ich komisch im Wasser rumhüpfe und mich so bewege, einfach wie es mir gut tut. Oder gehe tauchen natürlich. Das ist am allerliebsten. Tauchen und fotografieren, dann bin ich sicherlich am glücklichsten. Womit also unter einem. Ja. Entschuldigung. Und womit unterhältst du deinen Lebensstandard? Das ja, im Moment ist es meine Firma. Also noch ja. Bin ich ja dort. Also es ist ja meine eigene Firma. Und ich habe einfach so ein Minimum-Einkommen, was mir so das die ganz normalen. Ist doch toll, dass du dann deinen Alltag so leben kannst. Mit Freude. Ja, jetzt müssen wir dann halt mal schauen. Also ich meine, wenn da bei Sea Awareness nichts reinkommt, dann muss ich halt jetzt schauen, wie wir weitergehen. Oder, also, oder ob es da irgendwie eine Lösung dann mal gibt über Internet, ja, irgendwie was aufzubauen. Oder ja, kommen wir dann mal dann zu dem Kongress. Also du bist ja, wie gesagt, absoluter High-Fan. Und genau. Hast ein High-Special, das High-Special fand ich total super, zum Beispiel gestern das erste Mal überhaupt bewusst wahrgenommen, nach deinem Erklärung, wie Haie sich vermehren, ja, oder sich fortpflanzen, das fand ich total spannend, das, auch die Aufnahmen, die waren fantastisch, also ich kann nur jedem empfehlen, den Kongress sich nachträglich jetzt noch zu kaufen. Also auch diese Filme, die da gezeigt wurden, also da waren Aufnahmen dabei, da habe ich nur noch, wow, da ging das Herz auf. Und es ist eine ganz, ganz tolle Welt unter Wasser. Und was mich bei dem Kongress noch so fasziniert hat, wie viele Menschen sich doch inzwischen für diese Unterwasserwelt interessieren, wie sie sich für Delfine, Haie, Wale. Letztens war von der Monika Bubel ja der Wale- und Delfin-Kongress. Und also im Moment kommt von allen Seiten zu mir etwas über diese Tiere. Ich kann inzwischen keinen Fisch mehr essen. Den habe ich bisher immer noch als Nicht-Tier ausgeblendet. Also Fleisch esse ich schon lange nicht mehr, aber Fisch war immer noch Fisch. Und ich merke, es geht nicht mehr. Also ich habe ganz, ganz viel Gefühl für diese Tiere gekriegt bekommen in diesen Kongressen. Und ich würde mich freuen, wenn das weitergeht, immer weitergeht. Und ja. Wie kannst du damit Geld verdienen? Also du hast den Kongress jetzt angeboten, du musst ja erstmal in Vorlage gehen. Und hat es sich gelohnt? Es laufen so viele Kongresse. Es laufen so viele Kongresse, das sage ich nie. Niemals. Ich weiß sehr wenige Kongresse, die wirklich etwas verdient haben. Ja. Also die meisten, die... Egal. Also für mich war es kein Thema, weil ich war im Sabbatical und ich konnte es wirklich machen. Ich mache es fürs Meer in erster Linie. Ja. Und ich möchte halt einfach mal dann, wenn ich dann... wieder Ruhe habe. Jetzt ist nicht der Moment, um zu schauen, wo genau hingeht. Ich bin mir immer so am Überlegen, ob es vielleicht was gibt mit einem Mitgliederbereich. Ich mache morgen eine Umfrage. Also morgen gibt es ja dann noch den Überraschung. Also wenn wir das ausstrahlen, ist es schon vorbei. Ja. Aber egal. Und dann über diese Umfrage werde ich sicher dann noch ein bisschen schauen, wohin wird es mich ziehen. Und ja, wie ich meine, ich bin auch gerne bereit, anstatt irgendwie Sachen zu spenden, etwas einfach dann auf mich zu nehmen. Also, dass ich einfach sage, okay, ich stelle irgendwie was wir dann eben machen, also ein Webinar zur Verfügung, wo man wieder Sachen lernt über Haie, über Delfine. Also, ich gehe ja selber dann im Juni forschen in Korinth. Also mit Ocean Care zusammen und dann kann ich ja dann das, was ich gelernt habe, auch weitergeben. Dann
mit Fragen und mit Fragerunde vielleicht am Schluss, also dass ich vielleicht schaue, dass ich jemanden, der sich gut auskennt mit Delfinen, dann ins Gespräch nehme und dass sie dann Fragen stellen können, irgendwie sowas, also habe ich mir überlegt. Oder dass sie mir vorab die Fragen schicken und ich dann schon die ersten Fragen beantworte, irgend so. Also um diese Zeit bin ich auch absolut bereit zur Verfügung zu stellen. Also man kann ja auch quasi so etwas geben und ja, du hast in deinen Mails auch die PayPal-Adresse angegeben. Die würde ich sagen, blenden wir auch dann später noch ein. Und für alle, die spenden wollen, die also nicht das Kongresspaket, das kostet 99 Euro. Und da sind wie viele Interviews drin? 41 Interviews. Und das heißt, Special kann man extra für 9,50 Euro. Das ist 9,90 Euro. Aber das High Special ist natürlich im Kongresspaket auch drinnen. Ja, selbstverständlich. Ja. Also High Special tue ich auch, alles, was reinkommt, werde ich spenden. Das geht gar nichts an mich. Also, ja. So, also Sandra ja auch. Also ich möchte es ja auch spenden, weil im Moment. Aber erstmal muss es reinkommen. Wenn etwas reinkommt und übrig bleibt, dann spende ich es sehr gerne. Und ich habe mir auch überlegt, also dass die, die jetzt dieses Webinar schauen, den Kongresspreis nochmals bekommen. Oh, das ist ein tolles Angebot. Dass wir den Code geben und dass sie nochmals 2 Tage den Kongresspreis bekommen, habe ich mir überlegt. Also alle, die sich angemeldet haben. Toll. Genau. Also gut, einfach, dass wir sie irgendwie dann im Dings bereitstellen, im Webinar. Hi, kann ich reden. Ja, gut. Gut, wenn das Gespräch ist ja jetzt schon 3 Tage vorher, also das muss dann in der Ausschreibung noch stehen. Ja. Kommen wir nochmal zum Kongress. Da hast du es mit viel Freude, mit viel Leidenschaft gemacht. Sehr. Und nach welchen Kriterien hast du die Dozenten, wollte ich gerade sagen, die Experten ausgesucht? Es war ja sehr unterschiedlich. Ja, weil sehr wissenschaftlich oder auch spirituell. Also schöne Bandbreite abgedeckt, das muss ich wirklich sagen. Ich wollte das bewusst so, obwohl mir abgeraten wurde davon, aber ich wollte ein Buffet haben, dass es für jeden was dabei hat. Ich meine, auch wenn man jetzt 10 Tage, also das erste Mal dabei ist, dort waren es 31, da ist man ja, wenn man arbeitet, ist es ja fast nicht möglich, aber dass jeder das picken konnte, was er wollte, mehr wissenschaftlich, mehr spirituell, also ja, oder viel, oder da auch der Florian Schmidt zum Beispiel, der mehr dann über geschichtlich über das Meer aufgeklärt hat und das Meer aber wieder auch als Therapeuten nimmt, quasi als Mittherapeuten dann für die Burnout-Geschichten. Das war für mich alles sehr wichtig, weil für mich das Meer auch sehr therapeutisch ist. Also einfach so die ganzen Aspekte zu zeigen, über den Schutz vom Meer, aber auch von den Tieren und so. Und dann schlussendlich kommt es ja 1000-mal anders aus, als man will. Also man hat ja, dann man recherchiert und dann sagen mir auch nicht alle zu. Viele sagen gar nichts. Die einen sagen nicht zu und das ist schon ein bisschen ein Hinterhergerenne. Man möchte natürlich ein paar Bekannte, damit man auch Leute bekommt, die zuhören. Das ist alles so ein bisschen. Ja, und ich glaube, dann kommt es auch noch ein bisschen dazu, dass man eigentlich mehr auf sein Herz wirklich hören sollte. Dass es gar nicht so wichtig ist, so viele Leute zu haben, dass es wichtiger ist, die richtigen Leute zu haben, dass es wichtiger ist, mit wenigen Leuten etwas bewirken zu können, als 10.000, die nachher eh nichts tun. Also das nützt ja nichts. Also wenn ich von... Jetzt waren es 2200 mehr oder weniger, also immer mal ein bisschen wieder mehr, dann wieder ein bisschen weniger, also es wechselt sehr. Also die Leute kommen und gehen. Und wenn da von diesen Leuten, ich sage jetzt, 300 etwas tun, dann ist doch extrem viel getan. Also ich denke, dass man einfach auch weg von diesem Zahlenwahn kommen soll. Und ich bekomme ja Feedbacks. Und wenn die mir sagen, weißt du, ich habe mir das gar nie überlegt und ich mache jetzt das und ich werde sicherlich keine Plastiktüten mehr brauchen und so. Das ist ja, dahin will ich ja. Und dann ist alles sagen. Gut, oder? Egal, ob 300 Leute, ob 2000 Anmeldungen und die das geguckt haben. Ich denke, wird jeder, der ein Interview oder 2 oder 3, das sich davon angesprochen gefühlt hat, ob er es jetzt gekauft hat oder nicht, das Bewusstsein speichert es auf. Und das ist ja genau das, was so ein Kongress bewirken soll, das Bewusstsein, sich
verbreitet. Und dafür, dann habe ich auch gedacht, wenn wir jetzt halt dann nicht spenden können mit diesem Kongress in verschiedenen Organisationen, dann haben wir das gespendet quasi gegen außen und dass Leute irgendwie Sachen machen. Das ist ja eigentlich für mich auch Spende genug schlussendlich. Genau. Also das ist, ja, es ist nicht zum Überleben jetzt, aber es ist für mich, ist Spende genug. Also ich weiß, ich habe mein Bestes getan, ich habe mein Bestes gegeben und was die Leute damit machen, ist nicht in meiner Hand. Das muss ich einfach noch ein bisschen lernen, aber dazu bin ich ja jetzt da, um das zu lernen. Und wenn ich ja die Feedbacks bekomme von Menschen, die Sachen umdenken und umändern in ihrem Leben, dann bin ich ja total, also dann bin ich der glücklichste Mensch, oder? Also das ist für mich das schönste Kompliment. Ja, ja. Oder eben, du sagst ja auch, jetzt esse ich keinen Fisch mehr, weil mir die Fische sonst... Ich habe es bewusster wahrgenommen. Ich hatte schon immer wieder meine Probleme, wie mit Fleisch früher. Wir wohnen jetzt auf dem Land, ich könnte jetzt, wenn ich die Kühe da sehe und die Kälbchen, auf einmal wird mir bewusst, das Stück Fleisch, was ich da esse, gehört zu so einem Tier. Um Himmels Willen, kann ich doch nicht machen. Und wenn ich Angler sehe, dann denke ich schon daran, ich finde das eine brutale Art und Weise, so einen Fisch so ersticken zu lassen und so weiter. Aber das habe ich dann, wenn ich den Thunfisch aus der Dose nehme oder wenn ich meinen Sahnehering geholt habe, habe ich da nicht drüber nachgedacht, muss ich wirklich sagen. Und obwohl ich ja schon vegetarisch ganz lange lebe, ne? Aber wie gesagt, da ist jetzt auch der Fisch da zugekommen, ganz extrem. Und auch bei Eiern habe ich auch inzwischen meine Probleme. Gut. Also bei mir ist es schon, also ich esse nach wie vor Eier, weil ich einfach geschenkt bekomme und die Hühner da wirklich frei rumsausen. Also ich hole sie auch hier beim Bauern. Also ich bin weder vegetarisch noch vegan, aber ich habe schon immer ganz wenig Fisch und Fleisch gegessen, aber Fisch esse ich gar nicht mehr. Am Anfang habe ich noch die Kleinen gegessen, weil ich dann einfach denke, ja okay, das ist nicht irgendwie Schwertfisch oder Trollala, also die Großen esse ich schon lange nicht mehr. Also überhaupt auch aus Gesundheitsgründen, wegen dem Methylquecksilber auch, oder? Habe ich nie drüber nachgedacht. Ja, also jetzt mittlerweile schon und ich weiß auch nicht, weil ich zu den größeren Fischen irgendwie eine intensivere Bindung hatte schon immer und dann habe ich nachher gedacht, ja super, wenn ich die kleinen Fischchen esse, also so die Sardellen und so, weil ich einfach gesehen habe, von denen hat es noch viel, wenn ich tauchen gehe, dann denke ich, ja super, aber die großen Fische müssen ja irgendwie etwas haben, wovon sie leben können, also deswegen ist für mich ist Fisch auch tabu. Fisch und Muscheln auch, weil Muscheln auch ihren Job tun im Meer. Und wenn ich jetzt halt eingeladen bin und es gibt irgendwo Fleisch, ich esse es, aber nicht viel einfach. Also mir tut es auch gar nicht mehr so gut. Aber ich möchte einfach, hier in Griechenland ist alles sehr sozial, diese Esserei. Und wenn du dann einfach, also mit dem Fisch, dann sage ich einfach, es geht nicht, also es geht einfach nicht, Punkt. Und wenn es irgendwie geht, dass ich um das Fleisch herumkomme, dann esse ich keins, aber Käse esse ich dann schon, also so Ziegenkäse und so esse ich schon. Aber also ich lasse mich auch nicht in die Schublade zwängen. Also das nicht Fleisch essen hat sich bei mir auch entwickelt. Genau, und man muss es wirklich aus Überzeugung tun, aber zum Beispiel hier an Ostern und wenn ich weiß, das ist ein Zieglein von der Insel drüben, dass er irgendwie verletzt war oder irgendwie so, dann kann ich es auch essen. Also, und ich weiß, das ist wild gewesen, aber das ist einmal im Jahr an Ostern und von dem wird hier in Griechenland auch alles gebraucht. Das ist nicht wie in Mitteleuropa, wo man immer nur die Filets nimmt, sondern es wird alles gegessen, von zu oberst bis zu unterst. Aber es ist nicht so, dass mir das wahnsinnig viel Spaß mehr macht. Also wie gesagt, Fleisch, ich vertrage es auch gar nicht mehr so gut. Also. Und deswegen, ich glaube, was einfach wichtig ist, dass wir einfach ein bisschen, also Slow Food. Also, weißt du, ich denke auch, wenn du mit einem grünen Smoothie herumrennst und da drin sind Chiasamen, die eingeflogen wurden von weiß ich nicht wo, da ist eine Banane drin, die ist eingeflogen von weiß ich nicht woher und dann am liebsten stellst du dich noch hin mit dem Plastikbecher, dann bekomme ich auch Zustände. Dann habe ich lieber die Ziege, von die wild ist und die verletzt war, die getötet werden musste. Entschuldigung, also die da von der Nachbarinsel oder das andere, was dann regional ist. Also
der Käse, der regional also im Dorf nebenan hergestellt wurde. Und die Ziegen sind draußen Tage über, oder? Ich weiß nicht, ob es richtig ist, das kann ich dir nicht sagen. Aber alles, es ist einfach schwierig. Ich finde, jeder sollte für sich irgendwie den Weg finden, wie also für mich, sich ernährt. Für mich gibt es da auch kein richtig oder falsch, sondern alle, das finde ich wieder so schön an diesen Kongressen. Ich habe zum Beispiel jetzt gleichzeitig diesen Fastenkongress, Darmkongress, Heilungskongress und Selbstheilungskongress. Die fast ineinander übergehend. Und das war so viel Input, so viel Information. Und das ist wie ein großes Buffet. Und dann kannst du sagen, ich probiere das mal aus, ich probiere das mal aus. Und mein Körper, und das kam bei allem raus, mein Körper sagt mir, was für mich persönlich gut ist. Und wenn ich sage, ich möchte eine Scheibe Käse, dann und ich habe richtig Lust darauf, dann kann ich den Käse essen. Und es kann genauso gut, kann mein Körper sagen, nee. Aber ich muss lernen, darauf zu hören. Mhm. Und das funktioniert wieder, wenn ich mich wirklich bewusst darauf einlasse. Bei mir ist auch Käse war für mich wirklich eine absolute Sucht. Und mittlerweile stehe ich auch gar nicht mehr auf Käse. Also auf Kuhkäse schon ganz lange nicht mehr. Und so mal zwischendurch ein bisschen Ziegenkäse, ja, oder Feta oder so. Also richtige Feta von Ziegen. Aber ich bin nicht mehr so süchtig wie früher. Das ist lustig. Also wie man einfach so selbst, wie von alleine geht es, je länger, je weniger. Das, genau. Also je mehr das Bewusstsein, glaube ich, anwächst oder sich weitet. Und dann ist es auch kein Verzicht mehr. Dann ist es von alleine. Denn alles, worauf wir verzichten müssen, erzeugt sofort Mangeldenken wieder. Ich darf nicht, ich kann nicht, ne? Also ich bin vor ein paar Jahren wirklich mit dem Bewusstsein Veganer geworden, weil ich habe von Rüdiger Dahlke dieses Buch gelesen und dann habe ich mich dazu gezwungen, das ist nichts geworden. Ich habe das ein halbes Jahr mit Ach und Krach durchgezwungen und jetzt ist es von alleine gekommen, es ist so viel einfacher. Alles ist einfacher. Mhm. Genau. Liebe Nina, ich weiß, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, wir haben schon wieder ganz schön lange geredet. Ja, ich glaube auch. Und die vielleicht möchten die ja noch was fragen, dann ist haben wir noch ein bisschen Zeit übrig. Genau. Aber ich mache es jetzt so wie du am Ende. Gibt es doch etwas, was du ganz dringend jetzt noch sagen möchtest? Habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Jetzt haben wir natürlich überhaupt nicht über die kleine Nina gesprochen. Über die Entwicklung. Aber vielleicht machen wir dann irgendwann noch ein Gespräch. Ist ja kein Problem. Nein, also das Wichtigste, das habe ich ja dann im Kongress gesagt, eben, dass man vielleicht auch mal einfach mit anderen, bisschen anderen Augen auf den Hai schaut. Der Hai liegt. Aber der liegt mir sehr am Herzen. Ja. Aber es hat ja mit der Hai hat so für mich wie auch mit der Angst zu tun. Weißt du, das kannst du es ja dann direkt rübernehmen ins Leben und sagen, wo sind deine größten Ängste? Das ist mein Hund, der Schwänzel, Entschuldigung. Wo sind deine größten Ängste? Denn in der Angst kann manchmal so eine Befreiung oder etwas Schönes sein. Also ich wollte es über den Hai dann direkt ins Leben rübernehmen. Ja, mach das doch jetzt gerade nochmal, denn deine große Angst war, der Film Weiße Hai hat bei dir die große Angst ausgelöst vor dem Hai. Ich kann mir nicht mal erinnern, dass ich den geschaut habe. Also ich kann dir nicht sagen, ob das nur der Trailer war, aber ich hatte die Riesenpanik vor Haien, also war für mich der absolute Albtraum, dass ich nicht mal durch, ich war mit 20-jährig, war ich im SeaWorld, also würde ich ja heute definitiv nicht mehr hin und ich konnte nicht mal an der Scheibe vorbei, an den Haien, ich hatte eine so Panik, dass diese Scheibe genau in diesem Moment zerbrechen würde, wo ich dort bin und der Hai nichts anderes zu tun hat, als mich zu beißen. Nicht um sein Leben zu kämpfen, nein, mich zu beißen. Also und irgendwann habe ich mich dieser Angst gestellt, habe ein Buch über die gelesen und sehe jetzt so viel Schönheit in denen und so viel Eleganz und dieses Tier jetzt halt anders anzuschauen und man kann es einfach wirklich direkt ins Leben nehmen, wenn einem etwas ganz schauerlich Angst macht. Wie früher das für mich, das Alleinsein war ganz schlimm und heute, ich liebe Alleinsein. Also nicht nur, aber ich liebe es. Und ich denke auch, man kann die Gesellschaft erst genießen, wenn man auch weiß, wie schön es ist, mit sich selbst die Gesellschaft zu haben. Also nur dann, so sehe ich das. Ich bin unheimlich gerne auch alleine, aber nie einsam.
Genau. Und aber einfach so diesen Angstpunkten, was ist das, zum Beispiel alleine essen gehen. Oh mein Gott, nein, das könnte ich nie dann das mal tun. Wie viel Freiheit, dass es nachher gibt, wenn man das kann. Ja. Natürlich liebe ich auch mehr in Gesellschaft essen zu gehen, aber ich kann alleine essen gehen. Kein Thema. Wenn ich will, dann kann ich. Ja, das habe ich auch. Ich habe lange geraucht und als ich dann aufgehört hatte, habe ich gedacht, ich traue mich nicht, mich irgendwo alleine hinzusetzen. Ich weiß ja gar nicht, was ich mit meinen Händen machen muss. Und es war befreiend ohne Zigarette. Also ich habe mal gelernt, da wo die Angst ist, ist auch unser Weg. Da müssen wir durch und dahinter ist, das ist ein Tor, wo wir durch müssen und dahinter ist wieder ein ganzes Stück Freiheit. Und dann kommt das nächste Tor, dann gehen wir wieder durch und so weiter und so fort. Weiter, bis wir auf dem Sterbebett liegen. Bis zu unserem, bis zum letzten Atemzug entwickeln wir uns weiter. Genau. Ne? Liebe Nina, ich freue mich auf Donnerstag. Also jetzt ist es ja dann für die, wenn wir das abspielen, schon Donnerstag. Genau. Und ich freue mich, dass du dabei bist und das mitgemacht hast. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einladung und ich freue mich wirklich. Danke vielmals. Und ich hoffe, dass doch ganz viele Leute das Paket kaufen, allein um dein Projekt zu unterstützen. Ja, das wäre super, super, super toll. Okay. Danke vielmals, liebe Gabriele. Wir bleiben in Kontakt sowieso, ne? Unbedingt. Okay. Tschüss. Tschüss.